Ja, da ich gerade in Wien bin, habe ich mir einen passenden Nazi-Hintergrund für diese Aufnahme ausgesucht, den Wiener Heldenplatz. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, das Tor hinter mir ist schon 200 Jahre alt, aber im März 1938 haben hier Hunderttausende Wiener Adolf Hitler zugejubelt und den Anschluss an Nazi-Deutschland gefeiert. Viele, wenn nicht die Mehrheit der Wiener, die damals gejubelt hatten, hatten auch einen Migrationshintergrund, irgendeinen und nicht nur eine Nazi-Zukunft. Hitler hat damals von diesem grandiosen Balkon der Hofburg zu ihnen gesprochen. Ja, mit diesen Kategorien, die Identitäten auf Herkunft festlegen, habe ich so allgemein meine Probleme. Vor 90 Jahren haben sich meine Eltern am Ostrand des Mittelmeers in Palästina, genauer in Tel Aviv, kennengelernt. Auch sie hatten natürlich einen Migrationshintergrund. Sie waren aus Nazi-Deutschland geflohen und sind in den 50er Jahren, weil sie sich doch immer noch als Deutsche fühlten, nach Deutschland zurückgekehrt. Dann hatten sie schon wieder einen Migrationshintergrund. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, natürlich gab es auch nicht-jüdische Verwandte und einer von denen hat in Buchenwald als SS-Mann gedient. Über den hat man in der Familie wenig geredet. Man hatte auch mit ihm nichts zu tun. Aber man hat so vielfältige Hintergründe und man kann sie sich zwar nicht immer aussuchen, aber meistens sucht man sich das an ihnen aus, was einem besonders gut gefällt. Als ich in den 90er Jahren angefangen habe, mich intensiver mit der Geschichte des Holocaust zu beschäftigen, fiel mir auf, dass man zu dieser Zeit begann, in Deutschland fast schon stolz auf einen Nazi-Hintergrund zu werden. Stolz nicht auf die Nazis und auf das, was sie getan haben, aber stolz darauf, wie sehr man dafür gesühnt hat und wie viel man daraus gelernt hat und wie sehr man vielleicht gerade, weil man das getan hat, jetzt zu besseren Menschen geworden ist. Irgendwas daran hat mich schon Ende der 90er Jahre angefangen zu stören. In den 2000er Jahren hatte ich immer mehr den Eindruck, dass diese Gemeinschaft der Nachkommen der Täter, ja, angefangen haben, Menschen, die mit einem neuen Migrationshintergrund nach Deutschland zu kommen, mit dieser gemeinsamen Aufarbeitung des Nationalsozialismus geradezu auszugrenzen. Menschen mit einem muslimischen oder einem türkischen Migrationshintergrund, die konnten an dieser Gemeinschaft der sich gebessert habenden Deutschen irgendwie schon wieder nicht teilnehmen. Und irgendwie hatte ich das böse Gefühl, dass diese Gemeinschaft der Nachkommen der Täter in mancher Hinsicht das ist, was die Nazis im Sinn hatten, als sie eine Gemeinschaft von Tätern gestiftet haben. Irgendwie muss man aus diesem Teufelskreis hinauskommen. Und dies umso mehr, als heute mit dieser Form der Ausgrenzung der neuen anderen eine ganz neue Form von Begeisterung für die einst vertriebenen und ermordeten Juden einhergeht. Und wenn ich mich sozusagen virtuell umdrehe und einmal zum Kanzleramt der Republik Österreich hinüberschaue, da weht im Moment gerade die israelische Fahne, und zwar nur die israelische Fahne, natürlich nicht die Fahne der Palästinenser oder der palästinensischen Vertretung. Die weht in Wien nur bei der Vertretung in der kleinen Josefsgasse. Aber da weht jetzt aus Solidarität mit dem Staat Israel in den neuen Krieg zwischen Hamas und der israelischen Regierung. Da weht
die israelische Fahne. Und diese Begeisterung für den Staat Israel hat für mich irgendwie eine seltsame Schlagseite, denn sie bedeutet ja vor allem eins, dass man die Juden gerne möglichst weit weg sehen will, möglichst so, wie man sie sich wünscht, nämlich jetzt auch zu Nationalisten geworden, was die meisten Juden in der Welt in dieser Form gar nicht sind. Aber man fantasiert sie sich erfolgreich so. Und die israelische Regierung tut alles dafür, damit dieses Bild doch zumindest ein bisschen Plausibilität bekommt. Auf jeden Fall im Zeichen des neu entdeckten christlich-jüdischen Abendlandes, von dem mittlerweile so viele fantasieren, hat man einen neuen Weg gefunden, die anderen aus unserer Gemeinschaft auszugrenzen. Darauf zu antworten, die Deutschen oder die Österreicher auf ihren Nazi-Hintergrund festzulegen, wird auch nicht taugen. Darauf sind die Deutschen auf gewisse Weise mittlerweile stolz, auch wenn sie sich dann manchmal als Antideutsche generieren. Wir müssen irgendwie neue Bündnisse schaffen. Wir müssen aus diesen identitären Festlegungen herauskommen, egal ob sie von rechts oder manchmal auch von links betrieben werden, und Fahnen schwenken oder Fahnen verbrennen, wie das ja auch gerne im Moment passiert, hilft uns da wenig weiter. So viel vom Heldenplatz in Wien, auf dem mittlerweile das Parlament in Baracken residiert, weil das Parlament gerade restauriert wird. Diese schwarze Kiste da hinter mir enthält auch ganz viele Bekenntnisse zu den Grundrechten und den Menschenrechten. Und über die sollten wir in dieser Gegenwart besonders viel nachdenken. So viel aus Wien vom Heldenplatz und wieder zurück zu meinem Lieblings-Nazi-Hintergrund in Wien. Auf Wiedersehen.